machst es aber spannend. Also, los geht's. Danke. Einen wunderschönen Nachmittag oder, wie wir in Australien sagen würden, Prosit Neujahr. Prost, Prost. Ein schönes neues Jahr. Dir auch. Danke, so danke. Bleiben und brav bleiben. Keine nachtaktiven Spezialgeschichten jetzt machen bei Mitternacht. Ja? Und vor allem brav bleiben. Brav bleiben, immer. Und dann zum Friseur. Prost. Also Australien, Prosit Neujahr. Wo sieht man ja, sieht man ja, nicht? Wir sind in Australien. Gehört ich dreifach und doppelt. So, liebe Fangemeinde, mittlerweile. Wir dürfen Sie zum jährlichen, wir wissen noch nicht, ob es jährlich ist, aber. Optimist. Zum Stream des Jahres herzlich begrüßen. Wir haben uns ein bisschen was vorbereitet für den heutigen Sendungsbeitrag. Zum einen wird der Kollege wieder langschweifig, uferlos vorbringen zum Thema fachliche Begründung der vierten Novelle, sechste Covid-Schutzverordnung. Wir wollen ihn ja ein bisschen belasten, auch mit Theorie und auch Ihnen natürlich die entsprechende Information zukommen lassen, um uns nicht massiv den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, wir nehmen alles nicht ernst. Nein, gar nicht. Ja? Prost. Übrigens, das muss man dazu sagen, das ist kein Champagner, weil sonst kommen wieder Gerüchte auf, wir verschleudern das Geld. Ja. Prost, Prost, das ist ein recht günstiger Prosecco. Das bringt uns aber zum wichtigsten Thema. Unsere Aktion zeigt dein Gesicht. Fotografiere dich vor einem unserer Fotos, nicht nur unserer Plakate. Einer hat es bereits aus Graz geschafft. Der hat 15 Fotos gepostet mit 15 verschiedenen Plakaten. Wir sind uns nicht ganz so sicher, ob es wirklich dieselben sind. Ja. Wir prüfen das noch, aber grundsätzlich. Wir prüfen das unter notarieller Beobachtung. Notarieller Beobachtung, ganz klar. Das wird dann. Auf jeden Fall diesem Herrn, der uns als erstes diese 15 geschickt hat, dem habe ich bereits eine Flasche Champagner gekauft. Die werde ich ihm zukommen lassen. Der Punkt ist der, es ist momentan nur eine Flasche, weil wenn ich 10 Flaschen kaufen müsste, wäre ich arm. Insofern habe ich der Auslobung nur insofern mitgemacht, dass ich ja, er hat seine Auslobung erfüllt. Da, jetzt tun wir da schön unsere Picker drauf geben, damit das auch ein Original ist. Das kann er dann vielleicht versteigern. Was part of the game. So, keine Impfpflicht.at. Ah, schöner kann man das aufgeben. Übrigens, das zeigt, man kann diese Pickel wirklich auch auf Glas draufkleben, man kann sie auf Autos draufkleben. Ja, das habe ich nicht schön gemacht. Also. Ja, so. Na bitte. Keine Impfpflicht. Also herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Gewinner unserer Kampagne Zeig dein Gesicht zum Plakat. Dazu würde ich gern auch noch einmal sagen, es ist ganz wichtig, dass das wirklich in Anspruch genommen wird. Es kommen sehr viele E-Mails rein mit Fotos, aber man muss ehrlicherweise sagen, da geht schon noch mehr. Das ist ein Aufwand natürlich für alle, da herumzureisen in Österreich, vielleicht eben mit dem 123 Klimaticket, aber die Ministerin Gößler, die wird sich freuen. Aber vielleicht schauen Sie, dass Sie viele Fotos machen, dass wir hier eben ein entsprechendes Plakat dann machen können, wo wir sehr viele Personen, die sich gegen diese drohende Impfpflichtgesetzgebung mit dem Gesicht zur Wehr setzen. Ja. Und würde ich sagen. Wir haben uns etwas vorgestellt für dieses Mal. Nach dem letzten Stream sind wir zusammengesessen. Wir haben das auch auf Facebook gepostet. Das war wirklich eine Arbeitssitzung. Und haben uns überlegt, was könnten wir jetzt zu Silvester machen? Und wir haben uns überlegt, die letzten 22 Monate des Covid-Wahnsinns waren ziemlich aufregend und voller lustiger, eigentlich sehr skurriler Momente. Und da haben wir.
Trinkt nicht so viel. Übrigens, zum ersten Mal sehe ich den Höllwart hier nicht im Camouflage-Look oder ähnlichem. Na, aber Striedinger hat vielleicht ein Smoking in Camouflage. Und da haben wir uns überlegt, was waren denn die Aussagen dieser ganzen Pandemie bis dato? Und vielleicht lernt ja die Regierung dann auch neue Aussprüche zu machen. Aber wir haben ein paar aufgeschrieben. Am Beginn des Tunnels war da ein ehemaliger Kanzler, der allen Ernstes gesagt hat, also jeder wird jemanden kennen, der an Covid gestorben ist. Es ist schön gewesen, dass das nicht gestimmt hat. Es ist eines der vielen Dinge, die nicht gestimmt haben in dieser Geschichte. Aber so ging es damals los. So ging es los. 13. März 2020. Und man muss sagen, es ging so los und es ging so weiter. Es kam dann auch die Aussage des Kanzlers, und das sind ja eigentlich schon alles abgelutschte Aussagen, weil sie so medial verbreitet wurden. Da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, zum Beispiel, das war's. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, war diese überzeugte, mannhafte Einstellung unseres damaligen jugendlichen Kanzlers. Also es gab ja bei der unendlichen Geschichte die kindliche Kaiserin. Wir haben einen kindlichen Kanzler gehabt. Der hat gesagt, wir werden mit Sicherheit keine Maske tragen. Das hat in Österreich keine Tradition. Ja. Auch das ist mittlerweile Geschichte. Das ist Geschichte. Ja. Und wir haben natürlich auch, weil die Ärztekammer die Briefe verschickt hat, wir haben und darauf hingewiesen hat, dass man Schwurbler medizinische Fakten nicht verbreiten soll als Arzt, haben wir aber auch erfahren, dass unser neuer Gesundheitsminister gesagt hat, die Impfung geht nicht ins Blut. Ja, das ist aber der Neue gewesen. Du bist nicht ganz chronologisch. Naja. Aber ist okay. Ja, der neue Gesundheitsminister hat gemeint, die Impfung geht nicht ins Blut. Und darüber diskutieren seither viele Fachgremien, auch in der Wunderbank-Kommission, der Impfkommission, wo da zum Teil Ärzte drinnen sitzen, ob die jetzt wirklich ins Blut geht. Wobei ich tatsächlich gehört habe, also das mit dem Blut ist eine spannende Geschichte. Es gibt nämlich die Theorie, dass die Nebenwirkungen mit der Covid-Impfung auch damit zu tun haben, dass bei der Impfung möglicherweise das sogenannte Aspirieren, ja, ich habe immer gedacht, das ist Aspirin, aber Aspirieren. Nicht mehr gemacht wird. Was ist Aspirieren? Also wenn ich jetzt dem Kollegen hier eine Impfung reinstecken würde, wäre Aspirieren, dass ich reinstecke, dann kurz nochmal hochziehe und schaue, ob Blut reinkommt, weil dann hätte ich eine Ader getroffen, was bei der Covid-Impfung angeblich nicht so ideal wäre. Und wenn man aspiriert, sieht man das, dann kann man das ändern. Ja, nachdem das aber offenbar nicht mehr modern ist und die WHO hat das sogar für Kinder nicht mehr empfohlen, könnte das eine der Ursachen sein, einer dieser nebenkleinen Aspekte in der Covid-Impfungsgeschichte. Aber das ist nur was Schwurbler wie wir hören sagen. Hören sagen, das geht natürlich nicht, ja. Übrigens Nebenwirkungen, das muss ich natürlich sagen. Also ich muss sagen, Sie können Ihre Nebenwirkungen definitiv melden. Und zwar, damit Sie nicht verwirrt sind, werden wir das jetzt so machen. Ist gar nicht so schwer zu finden. Unter www.basg.gv.at Marktbeobachtung/Meldewesen/Nebenwirkungen. Da kann jeder, der glaubt, dass er Nebenwirkungen hat, kann dann die Eintragung machen. Ja? Wir haben gesagt, wir sind Schurbler. Da steht drin, und danke für dieses Kompliment, Yvonne steht da. Ja, aber wir sind zwei fesche Schwurbler. Ist schon was, ha? Na, immerhin. Wir haben eine Karriere als Schwurbler. Das ist schon fesch. Gut. Geht's weiter, Kollege? Ja, frage ich dich. Wir waren ja auch schon Impfeuropameister. Aber da bin ich auch chronologisch schon etwas weiter vorne. Weil das hat der Gesundheitsminister gesagt, unser Neuer. Der Neue hat das gesagt? Ja, wir sind Impfeuropameister. Ja, cool. Ja. Was kriegt man da? Die goldene Nadel? Kriegt man vielleicht eine Heiligenfigur. Das ist keine Heiligenfigur. Aber sonst? Das war bei meiner letzten Bestellung dabei. Ah, das ist ein Engel oder ja, so. Ja, ein Engel ist eine Heiligenfigur. Zum Aufessen. Zum Vernaschen. Genau. Ja. Gut. Wir erinnern uns natürlich an unseren Gesundheitsminister Anschober, der jetzt viel mehr verschiedene Sachen von sich gibt, als er im Amt war. Jetzt kennt er sich natürlich überall super aus. Ja. Früher hatten wir immer die mehr oder weniger einsilbige Erkenntnis, die nächsten drei Wochen werden die wichtigsten sein. Oder bedeutend sein. Also er ist schon variiert, hat er. Ja. Aber
Ich meine, dass die nächsten drei Wochen für ihn im Leben eines jeden Menschen bedeutend sein können, ist klar. Ja? Ich meine, das bringt mich übrigens, man darf ja nicht immer nur jammern über Covid. Ja? Ein positiver Aspekt von Covid ist ja jetzt das Dating-Wesen. Das beschleunigt unter Umständen vieles. Absolut. Also ich bin absolut dieser Meinung. Früher war es ja so, also als man in der Frühzeit, die Jugendlichen werden sich da gar nicht mehr erinnern können. Dating wird günstiger, weil früher war man so, man hat mal jemanden zum Essen eingeladen, hat sich dann nett unterhalten und hat vielleicht das eine oder andere Glas getrunken. Hat gehofft, dass die Partnerin nicht allzu viel und Teures bestellt. Ja, genau. Und man hat dann irgendwie versucht, irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden und dann irgendwie zu sagen, hey du, lass uns nochmal treffen. Du hast die schönsten Augen der Welt. Die absolut schönsten Augen der Welt, ja. Und das sollte man vielleicht bei der heutigen, was sollte man jetzt auch sagen. Aber man hat jedenfalls versucht, so Übereinstimmungen zu finden, dann noch einmal essen zu gehen, ja, und solche Dinge. Also zumindest. Noch einmal. Ich weiß es ja nicht mehr, aber früher war das, glaube ich, so. Ich kann mich nicht mehr ganz so genau erinnern. Heute geht das viel einfacher. Wie geht's heute? Heute, also hat man mir gesagt, heute ist es so, dass man, wenn man jemanden findet oder sieht oder was auch immer, und da redet ohne diese... Genau, freiwillig in Quarantäne, meinst du? Genau. Also, willst du mein Quarantänepartner werden? Oder sei doch meine Bezugsperson auf Zeit. Und dann trifft man sich, physische ist. Und dann trifft man sich einfach zu Hause und weiß dann, ob er übereinstimmt oder nicht. Also, ja. So gesehen ist das die Angst, dass Covid und die Quarantäneregelungen dazu führen, dass wir einen Geburtenschwund haben, glaube ich nicht mehr. Ich glaube, den Leuten ist so fad, dass sie eigentlich möglicherweise sogar... Ein Fall für die Familienministerin, ja, ist. Also ja, von mir. Also so gesehen ist diese ganze Covid-Sache, muss man aus der Pyramide, der Geburtenpyramide oder... Der demografischen. Demografischen, Pyramide. Das war es richtig. Also Licht am Ende des Tunnels haben wir gehabt. Ja. Jetzt haben wir gesagt, Köstinger-Zitate wollen wir zitieren, aber ich habe jetzt kein Köstinger-Zitat, weißt du eins? Ja. Und zwar... Du hast Blut an den Händen. Ah, nicht ich. Nicht du, aber. Nicht ich, aber stimmt. Da gibt es ein Zitat, da steht das irgendwo. Ich sage du und tausche das aus eben mit der Person, die damit gemeint war. Genau. Die Tourismusministerin, wie heißt sie? Köstinger? Köstinger. Die Köstinger. Elli. Hatte gesagt, in Richtung FPÖ-Obmann Kickl. Ah, war er da schon Obmann? Weil das hat sich ja auch geändert. Da war er schon, glaube ich, Obmann. Stellen wir das einmal so. Der Hofer ist auch ein Covid-Opfer. Der ist aber schon ein frühes Opfer gewesen. Ja. Und die hat gesagt, Kickl hat Blut an seinen Händen. Ja. Na, ist das so? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, Covid hat. Also ich weiß, der Kickl hat, Verzeihung, ich weiß, der Kickl hatte die Zügel in der Hand und saß am Pferd und das damit diese Überleitung, damit kommen wir vom Innenminister, der die Reiterstaffel einführen wollte, ja, zum Außenminister, der gerne die Bundeskanzler Zügel, der dann Bundeskanzler war und als Bundeskanzler in seiner Schönbrunner deutschen Art gesagt hat, man muss die Zügel straffer ziehen. Tja. Ja, wie schön. Auch immer das gemeint war. Wie auch immer das gemeint war. Ich bin mir noch immer nicht sicher. Meinte er, wir sind Pferde? Ja, oder? Oder haben wir als Menschen oder als Bevölkerung in Zukunft ein Geschirr zu tragen? Ja, das, in der Öffentlichkeit. Wenn haben wir eine Maske zu tragen? Aber vielleicht wird an die Maske dann so ein Zettel dran. So mit einer App, wo er dann immer steuern kann. Der Herr Scher ist. Aber man muss dazu sagen, dass mit den Zügeln enger Strafen hat den Herrn ehemaligen Bundeskanzler nur zu einer 56-tägigen Kanzlerschaft verholfen. Also na, so immerhin. Gesehen. Wie lange warst du Bundeskanzler? Noch keinen Tag. Was siehst du? Aber wie gesagt, ich müsste der ÖVP beitreten, dann wird es irgendwann mal jeder. Ja, es ist, ja. Gut, dann haben wir hier, wen haben wir noch? Die Impfung in den Blut, Köstinger haben wir. Anschoma erledigt. Edtstadler haben wir natürlich auch. Edtstadler, ja, das ist gut. Die Verfassungsministerin. Also das wird ja spannend für das Jahr 2022. Ja. Die Verfassungsministerin, der ja irgendwelche Kollegen aus der Richterschaft gesagt hat, bitte kommen nicht mehr zurück, die hat ja dann auch ganz ideale Einstellungen gehabt in der Covid-Geschichte. Die hat mich gesagt, weißt du es noch? Die hat, gesagt, ach so, wenn dann die Impfpflicht da ist. Du meinst den Zustand in Österreich. Naja, wenn dann die Impfung da ist, dann befinden sich Ungeimpfte rechtswidrig in diesem Österreich. Land. Und der Aufenthalt ist rechtswidrig. Ja, und das ist ja wirklich dramatisch. Das sind dramatische
dramatische Situationen, die auf uns zukommen. Ja, wir sind dann rechtswidrig da. Ja. Aber wenn ich rechtswidrig da bin, muss ich dann impfen gehen? Naja, wenn du deinen rechtswidrigen gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich hast. Aber sagen wir mal, wie eine alte Tradition von Leuten, die hier rechtswidrig hier sind, also so gesehen ist das auch. Und auf diesen Zug, naja, klar, der Verfassungsministerin ist dann ein Universitätsprofessor aufgesprungen. Und zwar kein Verfassungsprofessor, ein Zivilprofessor. Ein Zivilprofessor, der dann nämlich sagte, der tiefgehend in die zivilrechtlichen, in die vertragsautonomen Beziehungen ziviler Personen einschreiten möchte. Und was hat der gesagt? Der hat gesagt, wer ungeimpft ist, kann seine Wohnung verlieren. So schaut's aus. Wie er das genau gemeint hat, weiß ich nicht, aber ist natürlich ein interessanter Ansatz. Aber der hat noch was gesagt. Wenn ich ungeimpft bin und jemand kriegt Covid, genau, dann muss ich Schadenersatz zahlen. Das sowieso. Das sowieso, ja. Also, und zwar Länge mal Breite. Ich glaube nur nicht, dass das richtig ist. Aber wissen Sie, heutzutage ist jeder Experte Experte und die Experten haben in diesem Land der Experten viel zu sagen. Ich glaube auch, desto öfter man das wiederholt, etwas, was unrichtig ist, da könnten vielleicht die einen oder anderen glauben, desto öfter ich wiederhole, desto richtiger wird es. Das ist insofern richtig, weil hätte man mich vor 24 Monaten gefragt, ob in Österreich ein derartiger Bruch der Grundrechte möglich ist und dass einfach plötzlich ihre Leute ihre Rechte verlieren und ihre Ansprüche auf die Recht auf Unversehrtheit, hätte ich gesagt, sicher nicht. Da gibt es genügend Leute, die Widerstand scheinen. Da gibt es so eine Partei, die früher immer für die Grundrechte war und für jedes Grundrecht, jedes Einzelnen auf die Straße gegangen ist, Mahnwachen abgehalten haben und so. Die sind jetzt in der Regierung. Man dachte, das kann unmöglich sein, dass so eine Partei das zulässt. Jo, man kann sie irren. Und deshalb ist es auch durchaus möglich, dass dann irgendwann mal die Professoren, die heute noch dem anderen Professor aus Innsbruck zurufen, es gibt sowas wie Kausalität. Nicht nur, weil ich ungeimpft bin, habe ich den angesteckt. Man müsste ihm nachweisen, dass ich ihn angesteckt habe. Oder selbst ich müsste wissen, dass ich eigentlich infektiös gewesen bin. Und wenn ich meine PCR-Tests gemacht habe, dann habe ich ja eigentlich gedacht, dass also ich muss schuldhaft gehandelt haben, ich muss rechtswidrig gehandelt haben und natürlich auch ein Schaden muss entstanden sein. Naja, das ist der Schaden, das ist kein Thema. Die Krankheit kann schon der Schaden sein. Das ist kein Thema, ja, aber die Schuldhaft und die Rechtswidrigkeit, darüber müssen wir schon noch reden. Ja, aber noch. Vielleicht wird es auch abgeschafft. Aber was wir ganz vergessen haben, zu Beginn hat ja auch unser Bundeskanzler gesagt. Welcher Beginn? Der Pandemie. Der Pandemie. Der alte Bundeskanzler. Der alte Bundeskanzler. Der junge Altkanzler. Der junge, der jetzt. Der Jungvater. Der ist in Kalifornien verweilt. Der ist zum Schwarzenegger geht. Es Silicon wird keine Valley. Impfpflicht geben. Hat er gesagt? Hat er gesagt? Ich habe das von anderen Leuten auch gesagt. Ich habe auch gehört, dass der Herr Mückstein, der dann seines Zeichens Arzt und spielt Gesundheitsminister, der hat auch gesagt, nein, Impfpflicht wird es nicht geben, weil das passt nicht in dieses Land. Ja, damals hat er recht gehabt. Aber ja, auch das hat sich ein bisschen geändert. Und weil wir bei der Köstlinger waren und da eigentlich sehr wenig Zitate gefunden haben, aber ein sehr schönes Zitat gibt es auch von ihr, ein sehr junges, nämlich, ich kann eine Schrift schlecht lesen, aber du wirst es ergänzen, die Zeit der Solidarität mit jenen, die sich mit fadenscheinigen Gründen nicht impfen lassen, ist abgelaufen, heißt das. Abgelaufen. Also es ist ein starker Ansatz. Also die Solidarität mit den Ungeimpften, die sich aus fadenscheinigen Gründen nicht impfen lassen, ist abgelaufen. Ja. Gab es je eine Solidarität mit den Ungeimpften? Ich meine, das muss man schon sagen. Es gibt schon Leute, die sich aus gewissen guten Gründen nicht impfen lassen können, wollen, müssen. Ja? Und gab es je eine Solidarität? Das habe ich nicht mitbekommen. Also wohl nicht von der Ärztekammer, weil da gab es ein Poster. Du hast das ja das schon. Poster, du hast das ja schon. Dir war das Poster nicht wichtig genug. Du nein, hast nein, wieder, nein. Ich habe sogar, aufgehört. Das ist dieses wunderbare. Das ist ja auch das Witzplakat des Jahres. Das ist wirklich einen Applaus wert. Haben wir schon gemacht, aber gut. Also das Plakat des Jahres, zumindest aus unserer Sicht, ist natürlich dieses Plakat hier. Das Plakat keine-impfpflicht.at. Gemeinsam gegen die Spaltung der Gesellschaft machen Sie mit. Wenn Sie auf unsere Homepage gehen, dann können Sie unter keine-impfpflicht.at/Plakat eine Liste finden von Adressen, wo diese Plakate 1000 Mal in Österreich angeführt sind. Und wenn Sie dann dort vor einem Plakat sich ein Foto machen, könnten Sie das in den Social-Media-Kanälen posten, auf Facebook, Instagram, das LinkedIn gesagt, Twitter. Insta, was haben wir noch gehabt? Man kann es auf TikTok. Ja. Ja, ein kleines TikTok-Video von unserem
bei unserem Plakat. Das wäre sinnvoll. Und wenn Sie dann den Hashtag keine Impfpflicht hinzufügen, dann ist es perfekt. Dann ist es perfekt. Also das beste Plakat des Jahres 2021 küren wir völlig objektiv und frei von jeder subjektiven Sichtweise. Selbstverständlich. Dieses wunderbare Plakat. Ohne jegliche Fördermittel. Du musst jetzt ein bisschen auf die Seite gehen, weil die sind da schon. So, da, ja, so. Ohne jede Fördermittel und danke, das ist mich auch gefragt worden, wieso können die sich das leisten? Ja, wir haben können uns das deshalb leisten, weil es uns geschenkt wurde. Uns haben uns tatsächlich Leute 1000 Plakate und Plakatwände zur Verfügung gestellt. Wir würden nicht gerne das Unternehmen nennen, aber die haben uns ersucht. Sie wollten eigentlich nicht genannt werden, aber es war so viel dafür gesagt worden, es war ein Werbeunternehmen, die waren auch von dieser Initiative, die wir da gestartet sind seit August, eigentlich so begeistert und auch, wie wir das machen, nämlich mit einer Ernsthaftigkeit, ohne da irgendwelche Leute auszugrenzen und ohne gleichzeitig irgendeine Verschwörungstheorie unter die Menschen zu bringen, was wir ja gar nicht wollten. Und wir haben immer gesagt, wir sind keine Impfgegner, sondern wir setzen uns für die Grundrechte ein. Ja. Das war ja immer das Thema. Solidarität aller mit allen. Genau. Bellum omnis contra omnes. Auch wenn das noch immer bei manchen nicht angekommen ist und der Unterschied zwischen Impfgegner und Gegner einer Impfpflicht doch ein sehr relevanter ist. Ich glaube, ich konnte dir jetzt gerade nicht folgen. Mach nichts, da sage ich Prost. Also, okay, Prost. Fritzante. Ich komme nochmal zurück auf das Plakat des Jahres, aber im negativen Sinn. Das ist das Plakat, das negative Plakat des Jahres. Das ist das Plakat Pfui. Das ist das Plakat Pfui. Also dieses Plakat, würde ich sagen, machen Sie einen Bogen um Ärzte, die sich deklarieren, dass sie Menschen, die um Hilfe suchen, ablehnen. Das ist ein bisschen nicht nett. Ich weiß nicht, ob es in Cannes oder in Venedig wäre, beim Filmfestival. Das Plakat wäre wohl die goldene Himbeere und das wäre natürlich. Ich muss er sehen, Schnippi Schnappi, wer immer das ist, sagt, ich ziehe jetzt auch ein Glitzerkleid an. Ja, also, zu spät? Na, zu spät nicht, aber es ist übrigens, um 4 Uhr wird Tokio Silvester feiern, also das werden wir dann auch anstoßen. Aber ja, also ich finde es schön, wenn wir die Leute dazu inspirieren, Silvester zu feiern, weil es ist zwar jetzt irgendeine Schließzeit oder Schlusszeit oder so, die, wo ich selber gar nicht mehr den Durchblick habe, 22 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr 1, was weiß ich, aber machen Sie es wie wir, feiern Sie es aus Solidarität mit den Australiern Silvester jetzt. Rauchen Sie eine Zigarre? Ja, das ist schlecht in Covid-Zeiten. Das bringt mir was. Ja, das war bitte. Rauchen Sie eine Zigarre, was für ein Stichwort. Ja. Es gab ja schon wirklich tolle Aktionen während dieser Covid-Zeit. Und da gab es ja dann, da gab es dann tolle Aktionen. Ja? Zum Beispiel hat man, jetzt suche ich diese Aktion, ja, in Vorarlberg, leider hängen dort unsere Plakate nicht, in Vorarlberg gab es eine Impfaktion. Und zwar hat die geheißen, ein Chick für einen Stich. Ich glaube nicht, dass sie Chick gesagt haben, aber tatsächlich war es so, wer also sich impfen hat lassen, hat als Belohnung ein Zigarettenpackerl gekriegt. Ja, aber das ist ja noch harmlos. Nein, Moment. Lass es uns mal so durchdenken. Bitte. Man sagt uns, und das stimmt, eine Covid ist eine Lungenerkrankung. Wie bekämpfe ich eine Lungenerkrankung? Das ist quasi ich mit fast dem Rauchen aufhöre. Das hat ja fast schon was von Homöopathie. Nein, das hat schon was von Homöopathie, diese Theorie der Vorarlberger. In der Homöopathie heißt es ja, abgesehen davon, dass da Mickey-Maus-Dinge, wenn überhaupt drinnen sind, aber es heißt ja, ich bekämpfe das Gift mit dem Gift. Und offensichtlich haben die Vorarlberger und der talentierte Vorarlberger Landeshauptmann ist ja auch in die Geschichte eingegangen, als wir alle brav unseren Babyelefanten eingehalten haben, wo er dann den heraneilenden, da kommen wir noch hin, aber als er im kleinen Walsertal den Kanzler, den Jungkanzler empfangen hat, mit seinem Aufruf, hängt alle Fahnen raus, der Kanzler kommt, ja, dieser Landeshauptmann hat offensichtlich da die geniale Idee gehabt, schenken wir den Leuten doch Zigaretten für die Covid-Impfung. Schöne Aktion. Ich weiß nicht, der Gesundheitsminister raucht da, glaube ich. Ja, habe ich gehört. Ab und zu. Aber das ist bei unseren Spitzenorganen, ja, der Bundespräsident, alle rauchen es. Ja. Ja. Man sollte vielleicht irgendwas mit dem Rauchern, egal. Ja. Zweite Aktion, das ist deine Aktion, die gefällt dir besonders gut. Die zweite Aktion ist natürlich nicht nur im übertragenen Sinne ein Stich, sondern im wahrsten Sinn des Wortes ein Stich. Nämlich,
Es gab ein Laufhaus. In Wien? In Wien. Wir müssen erklären, was Laufhäuser sind. Laufhäuser. Weil normalerweise 99,9% der Menschen kennen das nur vom Vorbeigehen. Laufhäuser sind Gebäude. Sagen Sie zumindest. Ja, das sind Gebäude mit mehreren Räumlichkeiten. Und dann können... Zimmer nennt man das, aber ist okay. Ja, Zimmer. Und dort können notdürftige, meist männliche Personen diese Zimmer besuchen und die Damen besuchen. Gegen Entgelt. Ja, gegen Entgelt. Und dort eine gewisse Zeit verbringen. Freiheit verspüren, sagen wir es einmal so. Übrigens, und das ist auch sehr spannend, diese Art von Laufhäusern und Bordellen, da war es ja auch immer, da galt ja auch die Maskenpflicht. Ja, was, man, spannend. Ich war nicht dort, ich weiß nicht, wie das gelebt wurde, aber spannend. Ja. Aber wir kommen zu der Aktion, weil man hat sich auch was dabei gedacht, ja? Nämlich? Wenn du dieses Laufhaus besuchst, dann bekommst du dort deine Impfung, kannst sie entgegennehmen und dann kriegst du einen Stich gratis. Einen Stich gratis. Und das Schöne ist, diese Aktion hat geheißen Lange nach der Impfung. Ach. Wir sind hier beim Brainstorming auf die Idee gekommen, das war falsch bezeichnet, das hätte viel besser heißen müssen, Lange Nacht der Stiche. Ja. Prost. Prost auf das Trick, mal was. Ja, Prost, Prost, Prost. Gut. Ja, so war das. Aber was mir auch sehr gut gefallen hat, war ja die Talentierte. Also wir leben ja in einer Zeit, wo Politiker nicht mehr selber denken müssen, sondern sie haben ja nur mehr Politberater. Alles klar. Und was so ein richtiger Politberater hat, der der macht dann so schöne Aktionen. Man will ja die Jugend bitte ins Boot holen. Ja? Also die Jugend soll doch bitte ins Boot geholt werden. Die Jugend wird zwar nicht wirklich krank, aber aus Solidarität. Nein. Aus Solidarität. Weil die Jugend kann man natürlich beeinflussen. Das ist mir so vorgekommen wie bei meiner Großmutter. Die war auch Bundeskanzlerin. Wenn man nichts aufgegessen hat, dass sie gesagt hat, du, wenn du das nicht aufisst, dann wird der Opa grantig. Also, ja. Und jetzt heißt das, du, wenn du dich nicht impfen lässt, dann stirbt der Opa. Ist ein bisschen härter. Aber ist okay. Aber diese, man will ja nicht immer so Negativbotschaften bringen. Das ist ja ganz, ganz falsch. Deshalb hat man die sogenannte Disco-Werbung geschaffen. Und da wollen wir euch jetzt etwas ein paar zitieren. Die Disco-Werbung. Kannst du meine Schrift lesen? Ja. Ja. Alle gehen in den Club. Nur nicht Jochen. Der ist nicht gestochen. Also auch vor allem vom Reimschema genial, oder? Super. Und man muss sich da vorstellen, wer also das nicht Jochen, kennt. Das ist auch so ein deutscher Jochen, Name. Jochen, das ist ein deutscher Name. Genau. Naja, weißt du, wir haben ja sehr viele Deutsche hier. Die größte Bevölkerungsgruppe, die in Österreich lebt, die nicht Österreicher sind, das sind die Deutschen. Numerus Clausus Flüchtlinge und so. Aber egal. Nein, nicht nur. Natürlich, ich schaffe es wirklich, jede Bevölkerungsgruppe gegen mich aufzubauen. Ja. Okay, aber jedenfalls musste sich bei dieser Plakatwerbung vorstellen, diesem Plakat mit Leuten, die keinen Babyelefanten zwischen sich haben, sondern dicht gedrängt wie im ärgsten Festival sitzen und feiern, ja, und so quasi, gerade dass man jetzt sieht, wie der eine dem anderen die K.O.-Tropfen reinwirft. Und das große Plakat als quasi das Sinnbild der Befreiung, ja. Was ja auch schön ist, möglichst eng gedrängt. Eine messiasartige Darstellung. Messiasartig von oben, so, ja. Und dann steht ein richtiger Michelangelo. Ja, also Michelangelo der 2021er. Ja? Ja. Und dann stehen diese Sprüche. Der andere ein weiterer Spruch, alle gehen in den Club. Nur nicht Wickerl, dem fehlt das Bickerl. Immerhin haben wir jetzt einen österreichischen Namen, oder? Und der reimt sich. Ja, Wickerl ohne Pickerl. Wickerl ohne Pickerl. Aber das ist, wir erfinden das nicht. Das sind tatsächlich die Sprüche, die es gegeben hat. Also, das ist ja lustig, aber es geht ja noch weiter. Nämlich, alle gehen in den Club, nur nicht Linus, der glaubt an Fake News. Ganz ehrlich, wer rennt denn das? Aber Linus heißt, der muss an Fake News glauben. Oder ist ein Computerprogramm. Linus ist ein Linus ist ja ein Computerprogramm. Fox News, ja, okay. Ja. Fake aber, News. Aber reimt sich dieser Dings? Ich meine, die haben... Vielleicht hast du das falsch betont, probieren wir es anders. Alle gehen in den Club, nur nicht Linus, der glaubt an Fake News. Es wird nicht besser. Ja. Aber vielleicht machst du es mit dem nächsten. Ja, alle gehen in den Club, nur nicht Amelie, denn die impft sich nie. Das ist, die wäscht sich nie, wird besser passen, aber okay. Ja, also die impft sich nie. Hey, du impfst dich nie. Kannst du dich endlich mal wieder impfen? Ja? Der Wahnsinn. Oder?
Nach dir. Alle gehen in den Club, nur nicht Irene, die sagt, Impfen macht Migräne. Irgendwie fällt mir auf, dass deine sich nie reimen. Ja. So. Naja. Aber jetzt kommt mein Lieb. Jetzt kommt. Falsch? Jetzt, nein, du machst nicht falsch. Ja. Du hast ein Pech, dass es falsch austut. Mein Lieblingsspruch. Das ist fast international. Ja? Das ist wirklich das fast ist international. Fast müssen wir es auf Englisch sagen, aber dann reimt es sich nicht mehr. Nein, nein, aber das ist so. Das ist mir auch sein Name, der kann männlich, weiblich sein. Also der ist wirklich, den müsste sich eigentlich jeder aufschreiben und posten. Und vor allem, ich sage dir eins, das ist ja dann der nächste Punkt, den wir dann machen werden. Es ist ja so, liebe Leute, die ihr da Impfgegner seid, ja, wisst ihr eh, dass ihr alle ganz niedrig gebildet seid und keine Ahnung habt, weil haben ja diese Institute festgestellt. Ja, sorry. Und nur wirklich gebildete Menschen sind geimpft. Ja. Was anders jetzt keine Entschuldigung ist. Also man kann sich dann wieder Intelligenz hochimpfen lassen. Richtig. Aber anyway. Aber, jetzt kommt mein Lieblingsspruch. Und 3, 2, 1. Und dann muss ich noch dazu sagen. Ja. Das erinnert mich nämlich auch an den Mundl. Und die Leute, die den Mundl kennen, wissen warum. Alle gehen in den Club. Nur nicht René. Dem fehlt noch 1G. Ist geil, oder? Das ist so geil. Ja, super. Aber man hat offensichtlich auch begriffen, dass man die Zielgruppen direkt ansprechen will. Und es gibt ja zwei Arten von Zielgruppen, die hochgebildeten, hochtrabenden, die ständig Champagner trinkend in der Austerbar sitzen. Und dann die anderen, das arbeitende Volk. Und aus dem Grund hat man so Werbespots entwickelt. Und jetzt lese ich dir zwei Werbespots vor. Und du sagst mir, von wem, wer das gesagt hat, okay? Ja. Gut. Also Werbespot 1, muss ich jetzt vorstellen, das ist Radio-Werbespot, so mit so der klassischen Covid-Musik. Jetzt muss ich einfach hier. Ja, ja, das war die erste und zweite Impfung. Die Musik ist schon aus. So. Ja, ja, das war die erste und zweite Impfung. Ich habe keine Beschwerden gehabt. Und aka Corona. Es hat mich nicht zwickt, keine Kopfweh. Jetzt habe ich mir die dritte Impfung geholt. Kann ich nur empfehlen. Holt es euch an. Ist die eine. Ne? Ja. Überlegt einmal dringend, wer das war. Ne? Vielleicht stellen wir das in den Raum bis zu Ende der. Weißt du, wer das war? Wer das gesagt hat? Ja, bitte. Ja. Ja. Ah. Und ich werde jetzt das Gegenstück dazu liefern. Du lieferst das Gegenstück, aber bitte. Sehr. Ja, bitte. Ich bin schon zweimal geimpft. Ich habe das wunderbar vertragen. Hatte keine Nebenwirkungen. Jetzt habe ich mir auch noch den dritten Stich geholt, damit ich auch weiter geschützt bleibe. Und dann kommt eine zärtliche Klaviermusik so aus einer Bar. Dum, 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 dum. So, jetzt lesen wir mal. Ich glaube, Chesskitty. Erster hat gewonnen. Ja, und Gürtler, richtig. Wer ist das? War die erste die Gürtler und die zweite Chesskitty oder wer war das? Erste war Gürtler. Ja, dann eine Frage, die wir uns rein technisch gestellt haben. Leider konnten wir die Recherchenarbeiten nicht vollenden. Jetzt gab es vor 22 Monaten den Babyelefanten als Abstand. Ja. Das ist ja wirklich eine interessante Frage, auch zoologisch gesehen oder wie sagt man das? Die Entwicklung, das Wachstumsstadium eines Elefanten vor 2 Jahren, der damalige Babyelefant, was wurde aus ihm? Das habe ich mir unlängst die Frage gestellt und wir haben darüber sinniert. Und wir fragen uns, wo ist dieser Babyelefant? Ist er jetzt in einem Freigehege? Vielleicht wurde er als Staatsgeschenk in Afrika irgendwo. Ja, ich meine, ich habe nachgelesen. Oder ist er von Wilderern erschossen worden? Nein, er ist erlegt worden, nicht erschossen. Jedenfalls ist es so, ich habe nachgelesen, Elefanten brauchen circa 22 Monate Tragzeit. Das ist also etwas so, also wenn man jetzt im Februar 2020 einen Babyelefanten gezeugt hätte, hätte man jetzt gerade die Geburt des Babyelefanten. Ja, gut. Gut, aber der war damals schon viel größer.
Nee, das war ja schon ein geborener Babyelefant. Also sie haben nichts jetzt für die Zukunft. Nur diese Dinge, diese Tiere, die wachsen schnell. Also der heutige Babyelefant vom Februar 2021 muss ja riesig groß sein. Naja, ich frage mich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich sehe sowieso keine Elefanten. Ja. Und nur weiße Mäuse. Weil wir von Elefantenerlegen gesprochen haben. Da erinnere ich mich auch noch an einen Spruch von der Pam. Ah, Pam. 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 Joy Wagner. Wie auch immer. Nein, Pam Joy Wagner, sie heißt so. Wie viel? Wohnt hier übrigens, also muss ich das sagen. Wo? Hier bei mir, zwei Häuser weiter wohnt Pam Joy Wagner. Sag's nur. Sehe ich immer. Im Frühstück. Also, wenn ich in der Früh vorbeikomme. Wirkt immer sehr gestresst. Und hast du sie gefragt? Nein, ich traue mich nicht. Das ist ein Prominente, traue ich mich nicht ansprechen. Wie viele Tote müssen noch sterben? Nein, das habe ich nicht gefragt, aber vielleicht hast du den Spruch von dir, das kann sein. Also tatsächlich, Pam Wagner hat gefragt, panisch, wie viele Tote müssen noch sterben? Ja, und da kommen wir zurück auf unsere Verfassungsministerin Ed Stadler, die jüngst in einem Interview gesagt hat. Das hat mich wirklich erfreut. Da war ich so froh. Haben wir gedacht, endlich bin ich auf der richtigen Seite. Ja. Ja. Weil sie hat gesagt, der Lockdown für Geimpfte und Genesene. Und Genesene. Und man sagt, endlich, ein Ungeimpfter hat keinen Lockdown jetzt mehr. Jetzt, das war's. Und das hatte der Bundeskanzler jetzige dann auch noch wiederholt. Ja, na, das wundert mich Lockdown nicht. Für Geimpfte und Genesene. Aber das ist das nicht dieser jetzige neue Bundeskanzler? Der außen schön und innen, oder wie ist das? Nein, das weiß ich nicht. aber dieser neue Bundeskanzler, der gesagt hat, um sein Modell zu beschreiben, wie er damals noch als Innenminister arbeitet, wir sind sozusagen die Flex, hat er gesagt. Handwerklich begabt. Handwerklich begabt. Vor allem, alles mit der Flex weg. Weg mit der Flex, ja. Ja, aber was tolle Sprüche gibt, eine Virologin. Eine Virologin hat ja ganz was Interessantes gesagt. Ja. Die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, ich habe mir ihren Namen vor meinem geistigen Auge. Ist aber, glaube ich, nicht so lange. Van La oder irgendwas. Weiß nicht, aber ist nicht so wichtig, weil nach dem Spruch ist das wahrscheinlich, ja. Aber okay. Ja. Man wird 2022. Also jetzt, das neue Jahr. Ja, nein, noch nicht, aber. Nein, jetzt in Australien ist schon das neue Jahr. Wir sind jetzt schon im neuen Jahr. Wir sind in Australien, richtig. Ja. Man wird nur mehr Geimpfte, Genesene oder es wird nur mehr Tote geben. Es wird keine Ungeimpften mehr geben. Es wird nur noch Geimpfte, Genesene und Tote geben. Richtig. Was für eine Ansage. Da war ja das der Kurz, da war ja der Kurz mit seiner Ansage, es wird jeder jemanden kennen, der irgendwann mal verstorben ist an Corona. Das ist Babygeburtstag. Ja, das ist schon Klotzen, was die Virologin da gesagt hat. Ja, das ist schon. Ja. Ich meine, eine Erkenntnis haben wir alle gehabt. Also Covid hat etwas gezeigt, was wahrscheinlich wirklich stimmt, mit einer einzigen Ausnahme, und das ist sich die Wissenschaft nicht ganz sicher. Das Leben des Menschen ist endlich und jeder wird sterben. Mit einer einzigen Ausnahme, wie gesagt. Ja. Da waren wir nicht ganz. Aber okay. Aber was die Virologin gesagt hat, es wird nur mehr Geimpfte, Genesene oder Tote geben, lässt mich jetzt vielleicht verstehen, was unser damaliger Finanzminister gesagt hat im Sommer. Nämlich die Pandemie ist vorbei. Das Blumenkind. Die Pandemie ist vorbei. Weil damit wäre ja die Pandemie vorbei, wenn es nur mehr Genesene, Geimpfte und Tote gibt. Ja, das stimmt, aber wenn man sich bedenkt, dass die Geimpften sich auch anstecken. Ach, das stimmt. Doch, das sagen sie ja selbst mittlerweile. Omikron. Das stimmt auch nicht. Omikron. Geht nicht so schier. Omikron, das klingt fast wie ein Roman einer sehr talentierten Omi. Oma heißt das. Das klingt wie ein Roman von Grisham. Nicht Grisham, nein. Also ist mir entfallen. Aber ich glaube, da gibt es eine sehr talentierte Österreicherin, die in Berlin lebt, die ein Buch geschrieben hat. Das heißt Oma. Im Übrigen, jeder, der wirklich geile Literatur lesen will, sollte das lesen. Kleiner Nebenaspekt. Ja. Ja. Was unsere Verordnungen betrifft, da gab es ja auch sehr interessantes. Nein, also ich wehre mich gegen diesen Vorwurf. Ich wehre mich gegen diese. Das sind nicht unsere Verordnungen. Hätten wir die Verordnungen geschrieben, wären sie nicht so geworden. Ja, muss man schon sagen. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Das gehört schon dem Gesundheitsministerium. Ja. Ja, erzähl.
Da gab es ja den ich meinte die Verordnungsprüfungsanträge. Ah, das ist das, meinte ich, das meinte ich. Ja. Damals, ja, 2000, also wir hatten ja. Das ist so interessant. Man muss ja eins bedenken. Ja. Es ist natürlich schon schwierig, wenn man direkt von der Schulbank in so ein Staatssekretariat kommt und dann vorher ein bisschen mit einem geilen Mobil herumfahrt. Da hat man nicht so viel Zeit zum Studieren. Das verstehe ich und ich habe wirklich jedes Verständnis dafür. Und wenn man halt wenig studiert hat und gut, dann, aber dann, Studien, aber dann. Zwei Studien. Wirklich? Hat er gesagt. Also dieses Wochensemester da in Berkeley. Berkeley. Keine Ahnung wo. Ja, eben, weißt du, wenn du nicht gebildet bist. Du weißt nicht, wo Berkeley ist. Aber ich weiß es auch nicht. Wir sind ja beide ungebildet. Ungeimpfte, Ungebildete. Irgendwas Teures muss das sein. Wahrscheinlich. Wie die Freie Universität Teufen. Okay, jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, genau. Und jedenfalls hat dieser Herr Kanzler damals gesagt, weil es ja dann schon am Anfang, im März 2020, klar war, dass diese Verordnungen sehr komisch geschrieben waren und viele Verfassungsgerichtshofbeschwerden oder Überprüfungsanträge der Verordnung gegeben hat, hat er gesagt, was kümmert mich das? Ich meine, das hat er nicht gesagt, aber es war sinngemäß. Was kümmert mich das? Er hat gesagt, wenn diese Verordnungen geprüft werden, sind sie schon längst nicht mehr in Kraft und dann ist das egal. Und damit hat er sich aber schön den Finger geschnitten, weil der Verfassungsgerichtshof, an den ich nach wie vor glaube, damals in meinen, an den ich sehr glaube, hat damals einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat halt auch Verordnungen überprüft auf ihre Gesetzeskonformität, nachdem sie abgelaufen sind. Weil wäre das nicht der Fall, könnten wir nahezu nicht mehr effektiv die Verordnungen prüfen lassen, weil sie alle 8 Tage erneuert werden. Ja, also so gesehen Wahnsinn. Ja? Mhm. Gut, das ist der. Da gab es auch einen netten Satz. Das Problem ist nur, ich kann die Schrift vom Kollegen nicht gescheit lesen. Welchen Satz? Das da. Na, das ist ja später. Das kommt ja später. Das ist ja quasi Schlussworte. Okay. Ein lustiger Satz, den, also Ed Stadler sollte mal fast Bücher schreiben, die Zitate. Stille, heilige Nacht. Wobei gesungen hat es nicht. Vielleicht war das keine heilige Nacht. Innerlich hat sie gesungen. Ja. Geglüht voll. Aber sie hat sehr schön gelächelt. Irgendwer hat da geschrieben in meinem Chat, ich wäre gern dabei gewesen. Ja? Ich weiß nicht. Wo? Na, hat, nicht jetzt, beim letzten Mal, wo wir das erwähnt haben. Jedenfalls hat Ed Stadler etwas erzählt, das muss ich aber zuerst erklären für die Nicht-Juristen. Im Strafrecht gibt es die Möglichkeit, wenn man was Böses gemacht hat. Das ist ja ganz lustig. Im Strafrecht gibt es die Möglichkeit, wenn man etwas Böses gemacht hat, wenn man die Schadensfolgen beseitigt, dass man dann doch nicht bestraft wird. Also beispielsweise, sie sind untreu, da rede ich jetzt nicht Sex mit dem Nachbarn, sondern ich rede davon, dass sie ein Vermögen veruntreuen. Ja? Und wenn bevor jemand draufkommt und sie das Vermögen wieder zurückbringen, und das ist nichts passiert quasi, dann werden sie, obwohl sie ja eigentlich strafbar sind, weil sie das ja gemacht haben, sind sie straffrei, wenn sie den Schaden vorzeitig ohne Verfolgungshandlung beseitigt. Ohne Verfolgungshandlung. Ja. Ja, gut. Und deshalb hat unsere Verfassungsministerin, Juristin, weiß ich nicht, hat dann gesagt, nur tätige Reue schützt vor Impfstrafen. Was hat sie damit gemeint? Sie hat gemeint, wer sich nicht impfen lassen kann, will, soll, darf, der wird einfach eine Strafe kriegen. Und nur wenn man dann den Arm hinreicht und sagt, stich mich, dann könnte man sich befreien von der Strafe. Zur Strafe übrigens, weil es auch immer wieder aufkommt, die 600 Euro ist derzeit das Maximale, ja, und die 3600 sind nahezu, wird nicht passieren, weil es aus verschiedenen Gründen nicht höher sein kann. Und das ist aber die Höchststrafe. Das heißt, wenn ich 1500 Euro habe, werde ich wohl nicht gesetzeskonform auf 600 Euro bestraft werden können. Gut, aber Impfschäden, wer tätiger ist, wer sich am Hinhalt, der kriegt das. Andererseits wissen wir ja, alle sind gleich, nur manche sind gleicher. Ja. Diese 22 Monate zeigen uns das. Es zeigen, dass in irgendwelchen Privatwohnzimmern in Lokalen, ich meine, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, in einem Lokal von großen Gastronomen mit vielen Lokalen, dass der sogar eigenes Wohnzimmer hat. Aber im privaten ganz am Anfang der Pandemie, in privaten Wohnzimmern wurden da Partys gefeiert. Ja, man könnte ja auch sagen, einen Unterschied muss es geben. Ja, kann man auch sagen. Pöbel. Also ich meine, wissen wir jetzt, es gab ja so eine Einstellung zwischen den ganz dem oben im Ministerium sitzenden Leuten, die großen Chefs halt, und die wollen halt dann nicht mit dem Pöbel herumfahren, wenn sie keinen Diplomaten was haben. Also das ist halt schon, also aus diesem Gedankengut verstehe ich total,
dass man bei, wenn man Gutes tut, auch Party feiern sollte. Ja, und das auch verdient hat. Total. Und man muss sich dann auch nicht an die selbst gemachten Regeln halten. Nein. Worauf spiele ich da bloß an? Worauf spiele ich da? Auf eine öffentlich-rechtliche Geschichte? Öffentlich-rechtlich. Ja, ja, der Rundfunk, der ORF war das. Wie kann Licht ins Dunkel. Das vom Licht am Ende des Tunnels kommt Licht ins Dunkel. Das finde ich doch eigentlich fast, das war so gemeint wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und da sitzt man dann so, natürlich nur zum Verabschieden. Also und zum Telefonieren. Und zum Telefonieren. Sitzt man da. Wie viel möchtest du spenden? Sitzt man da und trinkt noch ein bisschen Champagner. Und es ist ja schade, wenn die Flasche schon offen ist, dann muss das ausgetrunken werden. Ist das schön, und es war ja nur eine Fehlinterpretation, dass die Leute in der Bar immer wieder neue Flaschen geöffnet haben. Natürlich. Das ist völlig erfindlich. Man hat sich immer verabschiedet. Entschuldigung, völlig boshafte und ganz ehrlich. Ich meine, Entschuldigung, verabschieden wird man sich ja wohl noch dürfen, oder? Naja, wie sonst? Also, sonst musst du dort bleiben. Eben, und ich meine, wenn dich nicht verabschiedet, musst du dort bleiben. Vor allem bitte, wenn man dann zu einem von Austria so brav dazu klatscht. Das ist ja. Ich glaube, das war Nein, Fake. Nein, live ist live, war das nicht so einfach. Das war Fake News, glaube ich. Das war ich glaube, da hat irgendein Hacker so ein Video reingespielt. Glaubst du das? Das glaube ich. Glaubst du das? Naja, glaubst du das? Ich weiß nicht. So, jeder wird jeder kennen. Kurz im Altersheim. Ah ja, kurz im Altersheim. Das ist deine Story. Kurz im Altersheim. Wir erinnern uns. Haben sie halt schon gegessen. Das musst du den Leuten erklären. Sie haben es nicht. Keiner ist dem Kurz so auf den Lippen gehangen wie du. Also, ja, also der Kurz besucht mit seinem Gefolge Pensionistenheime, Altersheime. Und er begrüßt die am Tisch sitzenden Personen. Und es wurde dann sozusagen aufgenommen und mitgefilmt die Frage: Haben Sie heute schon Mittag gegessen? Nein, haben Sie heute schon was gegessen? Oder haben Sie heute schon irgendwas gegessen? Ich meine, es war Nachmittag, man weiß ja nicht so, wann die Leute essen. Ja, ja, war auch eigentlich sehr nett. Ja, total, total. Volksnahe. Was war mit den Krankenzahlen? Das ist das ist eine lustige Geschichte. Das musst du erzählen. Ich muss dazu sagen, das ist eine Überlieferung. Es ist also tatsächlich möglicherweise völlige Fake News, aber sie gefallen mir so gut, dass ich sie bringe. Angeblich soll eine Expertin des Oberösterreichischen... Trink mal was, das blinkt Spaß. Ich habe es gerade schon. Und ich bin total entspannt. Eine Expertin des Oberösterreichischen... der Oberösterreichischen Landesregierung im Zusammenhang mit Covid hat angeblich folgenden Satz in der ZIP 2 gesagt, als sie gefragt worden ist, warum ist Oberösterreich so schlecht drauf? Da hat sie gesagt, gerade bei den Krankenhauszahlen sind wir immer im Schnitt, unter dem Schnitt oder über dem Schnitt. Ich meine, ich finde, dass diese Frau verdient, Bundeskanzlerin zu werden. Ich finde, die sollte den Nobelpreis in Mathematik bekommen. Nee, das, ich meine, das ist alles umfasst. Sorry. Ja. Das Einzige, was, ja, immer im Schnitt, aber unter dem Schnitt oder über dem Schnitt. Oder wir verstehen es nicht, weil wir die Bildung nicht haben. Ja, ja. Vor allem, was ist ein Schnitt? Ich kenne jetzt nur den Aufschnitt für Silvester. Ich kenne auch nur den Tortenschnitt. Tortenschnitt, ja. Und das Zahlen und Mathematik und Statistik bringt uns zum nächsten Thema. Thema. Wir haben die letzten Wochen überall verfolgen können, gerade in Wien, die Demonstrationen. Wir haben Demonstrationen in Wien, wo der ganze Ring voll war, wo Helmplatz voll war. Und da gab es schon ein paar unterschiedliche Auffassungen in der Anzahl der Teilnehmer. Der ORF hat von 30.000 gesprochen. Wenn man sich aber vorstellt, wie viele Personen auf den Helmplatz passen, wie viele Personen auf den Ring passen, frage ich mich, ob diese Zahl stimmen kann. Naja, also weiß ich nicht. Ich meine, mittlerweile glaube ich alles, was die Regierung sagt. Wer daran zweifelt? Ich meine, ganz ehrlich, wieso zweifelst du an den Worten? Ich verstehe es nicht. Also, du kannst doch nicht an der Regierung zweifeln. Nein, würde mir das nie anmaßen. Nie. Die Konsequenzen, vor denen hüte ich mich. Ja, die hüte ich mich. Ich meine, Gott sei Dank sind wir keine Ärzte, gell? Weil die Ärztekammer hat es natürlich richtig gemacht. Die Ärztekammer sagt einfach, liebe Ärzte, folgt uns. Die Ärztekammer macht es dann richtig. Die Ärztekammer weiß, wie es geht. Die Ärztekammer weiß, wie es wirklich geht.
Das ist halt wirklich, das ist halt noch eine echte Standesvertretung. Das, mit, so läuft's. Mit standesrechtlicher Behandlung, ja. Richtig. Und da, also wenn du Arzt bist und nicht meiner Diagnose als Präsident folgst, dann darfst du nicht mehr Arzt sein. Ja. Oder wenn du eine freie Meinung hast, hey, sorry, Artikel 10 IMRK, das mag vielleicht irgendwo da in so Ländern wie Weißrussland gelten, aber bei uns gilt noch immer die freie Meinungsäußerung, solange sie übereinstimmt mit dem Präsidenten. Ja. Also, und wenn du nicht dein Plakat hast, dann bist du ein Schwurbler. Ein Schwurbler. Schwurbler, ja, ja. Oder? Und dann wirst du, dann gibt es einen kleinen Hinweis, so du, Bildungsdirektion, es wäre schon sehr nett, wenn sie diese Leute einfach rausschmeißen würdet. Ja. Ich meine, die haben zwar nichts gemacht. Das kommt ja nicht von der Ärztekammer. Nein, nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es von der Ärztekammer kommt, aber es wäre, ich meine, dann ruft dann ein besorgter Bürger an und sagt, nein, sage ich auch nicht. Ich sage, ein besorgter Bürger ruft bei der beim Bildungsministerium an und sagt, ey, bitte, schmeiß doch diese Leute raus. Ja, ja, anyway, aber was, wir haben noch ein paar so kleine Gusto-Stückchen zu den Verordnungen, die es gegeben hat. Ja, aber es kommt, da gab es ja noch einen Spruch. Vielleicht möchtest du den zum Besten geben. Aber von wem ist der? Erste. Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, das ist keine Aussage, das ist eine Schlussfolgerung von mir. Das ist von mir, der Schluss. Die Schlussfolgerung. Ach so, ja, das ist deine Schlussfolgerung. Das ist so. Das ist aber eine lustige Schlussfolgerung. Naja, ich meine, nachdem wir ja mittlerweile jetzt seit 4 Monaten getrennte Wege gehen, nämlich nicht wir, sondern die Regierung, die Bundesregierung mit dem Land Wien, sind wir zum Schluss gekommen, dass der Virus in Wien besonders gefährlich sein muss. Da ist nämlich auch so, dass das Testverfahren ja ganz anders ist. Ja. Also 72 Stunden, nein, bei uns sind es 48 Stunden. Und bei uns durften die Nachtgastronomen schon früher nicht lang aufhaben oder überhaupt jemanden empfangen, der ungeimpft war oder nur zwei Tee. Gerade zu Silvester wird ja das Virus extrem gefährlich, desto näher es an 0 Uhr gelangt. Ja. Natürlich in weiser Voraussicht hat der Gesundheitsminister die Sperrstunde auf 22 Uhr angesetzt, um natürlich die Bevölkerung und die Ungeimpften zu schützen. Ja, absolut. Ja. Also, das ist klar. Und wir haben da gibt es ein wunderbares Zitat, das man mir zugespielt hat, aber jetzt finde ich es nicht. Da ist es. Oder wo ist es? Tick, 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 tick. Na, das sind wir. Moment. Na, unterhalt die Leute. Wir das hier, ja. Ja. Ja, und das Virus, ja, das ist natürlich extrem gefährlich. Mit 22 Uhr ist es noch tolerabel, aber nicht mehr danach. Deswegen müssen alle Gastronomen schließen und man muss nach Hause gehen. Das ist so und da wird sich der Gesundheitsminister schon etwas dabei gedacht haben. Ja, und ganz wichtig, bitte, liebe Damen und Herren. 0-1 die Geimpften, bitte nach Hause, Ausgangssperre. Ja, und wenn Sie auf einer Party sind, haben Sie Verständnis für den Partyveranstalter, dass von den 25 Leuten, die bis... Und außerdem die Bummerin, die können Sie sich im Radio auch anhören. Wenn nicht, schnell genug man Zeit. Kann sich auch im Handy anhören. Sie wenn man können, alleine zu Hause sitzt, ja. Kann man sich das auch im Handy anhören. Sie können schon vor 0 Uhr nach Hause gehen. Aber man muss eine Party, also alle Partyveranstalter, bitte, die ab Party 10 ab 10, vom 25, ab 22 Uhr muss man bitte 15 Leute rausschmeißen. Ja. Weil zuerst von 25 und dann ab 10, wo es besonders gefährlich wird. Da bietet sich natürlich das Spiel an, alle reisen nach Jerusalem. Ja, genau. Reisen nach Jerusalem bietet sich an. Also starten Sie rechtzeitig, weil man muss 15 Leute eliminieren. Ja? Aber was mir auch so gefällt, ist die Berichterstattung. Und jemand, der da mit uns da diese Sachen durchgegangen hat, hat gesagt, wer erfindet denn so geniale Wörter? Und das ist schon richtig. Das nächtliche Risikoverhalten, das man hat, wenn man eben Party feiert. Es gibt das nächtliche Risikoverhalten. Ganz ehrlich, mein Risikoverhalten ist immer dasselbe. Meine aber vielleicht bin ich da außergewöhnlich. Das einzige Risiko ist das allgemeine Lebensrisiko, das dazwischen kommen könnte. Nein, aber mein Risikoverhalten, dann feiere ich halt Silvester zu um 3 am Nachmittag und ganz ehrlich, da ist das Risikoverhalten nicht anders, als würde ich es um Mitternacht feiern. Heute werde ich ausgeschlafen das neue Jahr beginnen, das Neujahrskonzert beginnen. Ja. Ja. Das ist schön. Gell, super, gell? Ja. Sicher vor dem Fernseher, ganz sicher, natürlich nicht vor Ort, weil da könnte man sich ja mit Schnupfen anstecken. Ne? Also das mache ich nicht. Nein. Aber ich möchte noch, bevor wir in 6 Minuten mit Tokio das neue Jahr feiern und dann uns selbst verabschieden, weil heute, ja. Heute ist Silvester angeblich. Wir sind mittendrin, wir feiern gerade Silvester.
Ja, okay. Die Rakete. Ja, die Raketen, aber wir haben tatsächlich, haben wir die vergessen? Wir hatten nämlich Raketen, so Indoor-Raketen. Mitnehmen und sie darf abstarten, erstarten lassen. Aber lassen Sie uns noch einen kleinen Seitenhieb machen auf die Verordnungen, die so in den letzten Wochen gekommen sind. Mir gefällt besonders die Christkindlmarktverordnung, die ja ziemlich genial war. Wir wissen, vor Weihnachten war alles sehr zu und sehr schwierig, aber Christkindlmärkte haben tatsächlich eine Ausnahme gehabt. Da durfte man sogar ungeimpft, ungetestet, ungenesen und ohne Maske den Punsch trinken. Mhm. Weil eins ist klar, Omikron, Delta, das sind Antialkoholiker. Das heißt, wenn man ausreichend getrunken hat, ist man immun. Ein Kinderpunsch. Ich muss dazu sagen, ich meine, das wäre ja auch eine Lösung. Ja. Ja. Man erklärt die Stadt Wien zum Punschstand. Naja, ich glaube bei manchen Leuten, dass Wien schon der Punschstand ist. Also das ist nichts mehr. Dann die 50 Meter Entfernung, die ich immer sehr lustig finde. Bei meinem Griechen ums Eck, die 50 Meter, ich darf in der Kanzlei mein Souvlaki nicht essen, weil ich bin weniger als 50 Meter von meinem Wirten entfernt. Geht nicht. Ja. Das ist wirklich tragisch. Dann der persönliche Kontakt. Du nicht, wenn du, wo ist der Wirt da drüben? Ja, du, wenn du ins hinterste Zimmer gehst, geht sich das ja nicht aus? Ich könnte hier da hinten in den Raum, ja. da könnte ich gehen, da könnte ich mein Souvlaki essen. Kannst du ins Eck reindrücken? Ja, das könnte sich gehen. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die 3G am Arbeitsplatz. Wobei 3G am Arbeitsplatz ist eine Geschichte. Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz, von der man ausgenommen ist, wenn man maximal für 15 Minuten mit anderen Personen körperlichen Kontakt hat. Ja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht zweimal am Tag. Zweimal am Tag, 15 Minuten. Mehr könnte anstrengend werden. Und das finde ich irgendwie lustig, weil ich weiß nicht, wer diese Verordnungen schreibt, aber möglicherweise jemand, der bei dieser Laufhaus... Nein, aber der hat vielleicht bei dieser Laufhaus-Story mitgewirkt. Ach so, meinst du. Der 15-minütige körperliche Kontakt. Ja, könnte sein. So... Ja, Maskenpflicht in Bordellen haben wir schon. In der Welle Omikron, ja, über Omikron, es wird jetzt in der fachlichen Stellungnahme... Genau, da könntest du vielleicht ein bisschen was noch mitteilen zur fachlichen Begründung der vierten Novelle. Schau, ich habe es dir mitgebracht. Ja, danke. Es wird zugespielt, weil man kriegt das ja nicht offiziell. Gibt es die Begründungen für Omikron und ich sage Ihnen allen, keiner weiß, was genau ist. Wenn man jetzt die Krankenhauszahlen ansieht, ganz ehrlich, das ist nicht wirklich besorgniserregend. Wien gibt überhaupt keine Zahlen wieder mal her. Und was ja auch immer sehr spannend ist bei diesen ganzen Geschichten, ist, die Definitionen wandeln. Früher hat es geheißen, Ungeimpfte und nicht und Geimpfte. Dann hat man gemerkt, naja, es ist ja so mit dieser Sicherheit, weiß nicht, dann heißt das jetzt nur mehr Geimpfte und nicht ausreichend Geimpfte. Ja? Mittlerweile heißt es nicht mal mehr das, sondern da heißt es, also da geht es um die Frage, wer liegt in den Spitälern. Da heißt es, nicht ausreichend, Menschen mit nicht ausreichendem Immunschutz und Menschen mit ausreichendem Immunschutz. Was für mich ein super Widerspruch ist. Weil wenn ich ausreichenden Immunschutz habe, sollte ich gar nicht in der Intensivstation mit Covid liegen. Aber Logik ist, das fehlt eigentlich noch. Bei Gecko, haben wir nicht erwähnt. Bei Gecko fehlt ein Logiker. Derzeit haben wir nur Militaristen drinnen und irgendwelche Ministerialisten. Aber Sektionschefs, irgendwie sowas, ja. Aber Gecko klingt so nach. Also, liebes Gecko, Höllwart und Scheer bewerben sich für einen Job bei Gecko. Ja. Wir werden die Logik übernehmen. Ja, also ich wäre bereit, einen Jobwechsel zu tätigen. Das machen wir dann nebenberuflich. Ja. Wir dürfen ja nebenberuflich tätig sein. Ja. Minister dürfen das nicht, aber wir dürfen das. Wir haben uns ja auch schon über das höchste Amt ausgeartet. Also wer ist dafür, dass der Höllwart sich bei der Bundespräsidentenwahl aufstellt? Aber das ist erst im Jahr 2022, also erst nächstes Jahr. Nein, natürlich. Ja. Anyway. Gecko. Ist, das klingt so gut, das Wort. Gecko ist, ich glaube, wenn bei all den das war jetzt ein Freudscher. Nein, Verhaltensoriginellen und originellen Wortschöpfungen des Jahres 2020/21 ist wohl Gecko die Spitze des Erreichbaren. Ja. Ich glaube, das kann man kaum toppen. Nein. Sich eine Kommission zu nennen, die es nach einem Reptil, ich glaube, es ist ein Reptil oder Amphibium, keine Ahnung, bezeichnet wird, das ist schon geil. Ja, auch, naja, aber nicht nur das, sondern auch die Aussprache, ja, die impliziert ja schon Gecko. Dieses Harte, dieses Militaristische. Ja. Ich stelle mir den Ministerrat so vor, das muss ich noch mit Gecko besprechen. Es hätte ja auch heißen können, die Gruppe Salamander. Achtung, es ist jetzt gleich Silvester in Tokio. Ach so? Ja, müssen wir Silvester feiern. Da müssen wir ein Glas trinken dann. Bitte schon. Du, 16 Uhr, Tokio. Tokio. Es ist 0 Uhr in Tokio.
Wir dürfen hier offiziell also anstoßen. Alle Japaner, die alle da Tokio, jetzt alle, Tokionesen. Alle Japaner, die zuschauen, die zugeschaltet sind aus Tokio. Willkommen. Ohayou gozaimasu. Ja. Ja, Post. Usagi Oishika no Kawa. Ja, also das ist Japan. Prost Japan, auf ein schönes neues Jahr. Ja, die Warner, auch für die gilt natürlich. Geht's einmal zum Friseur. Wer noch? Prost Tokio! Prost, bam, Prosit, na ja, ja, das ist schön. Also ja. bei meiner Check bewegt sich. Bei mir geht es richtig. Bei mir, nur die Sandra Weinhandel hat geschrieben, Prosit. Sonst ist das bei mir eher ein komatöser Zustand. Vielleicht bist du gar nicht mehr on air. Also doch. Ja, also in diesem Sinn, das Jahr 2021 war wohl eines der dämlichsten Jahre für Juristen. Oder sagen wir mal so, Juristen haben die dämlichsten Sachen von sich gegeben. Da gehören wir dazu natürlich. Ja. Aber es hat auch sehr viel Kreativität geschaffen. Und 2022 ist mit Sicherheit besser, weil 2022 kann nur besser werden, weil 2021 schon so fürchterlich war. Aber was ich glaube, es haben sich auch einige Partnerschaften gefunden und es haben sich auch einige Leute gefunden, weil sie eben sich erspart haben, ins Restaurant zu gehen, sondern gleich einfach sukzessive sich zu Hause getroffen haben. Den wesentlichen Dingen des Lebens. Leid tut es mir tatsächlich um die Kinder. Kinder, das ist nicht zynisch gemeint. Den Kindern ist es wirklich an den Kran gegangen. Und ich fürchte, dass dieser neue Gesundheitsminister, nicht Gesundheitsminister, wer ist der Bildungsminister, der ja mehr was von einem Hippie hat als vom Fassmann. Mir tun nicht nur die Kinder leid, sondern auch die Mütter. Und das sage ich jetzt wirklich ernst auch, weil was wir natürlich vergessen haben, wir hatten Lockdown, wir hatten Homeoffice schultechnisch, die Schüler mussten zu Hause ihre Aufgaben machen, mussten zu Hause lernen. Und wenn man jetzt daran denkt, wie viele Alleinerzieherinnen damit konfrontiert waren, wenn sie auch ein oder zwei oder mehr Kinder hatten, das schulische Programm selbstständig zu machen. Ja. Also das war schon eine entsprechende Herausforderung und die tun mir genauso leid. Auch leid tun mir die Ärzte und die Pflegerinnen, die Reinigungskräfte, die Krankenschwestern, denen seit über 2 Jahren mittlerweile eine Prämie versprochen wurde. Eine Prämie von 500 Euro, was natürlich eine Schweinerei ist, diese Höhe, im Verhältnis zu dem, was die Pandemie bisher gekostet hat. Was die leisten, das sind im Monat ein paar Euro für die Leistungen, die sie gemacht haben. Das haben sie nicht bekommen. Das ist eine Schweinerei und dabei bleibe ich. Und diese Dinge sollte man nicht vergessen. Ja. Und mich persönlich spornt genau diese Dinge an. Kinder, die Mütter, die Alleinerzieherinnen, auch die Väter. Auch Väter, ich wollte gerade sagen. Väter, die sehr stark sich involvieren. Auch Väter, die vielleicht nicht ihre Kinder sehen konnten, weil die Mütter Angst hatten, das Kind zu überbringen. Aber es gibt auch Väter, die überwiegend betreuen oder sehr stark betreuen. Ja. Also alles. Alle betreuenden Elternteile sind betroffen gewesen. Und dieser Wahnsinn ist regierungsverursacht. Ja. Die Regierung hat einfach alles versagt. Ich hoffe, dass das Jahr 2022... Mit den gestellten Personen, man muss es ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Staatssekretärin anschaut, die neue... aber Staatssekretär werden ja am besten... Nein, es ist ja kein Regierungsmitglied, aber da wird mir ganz schwindelig, okay, wenn ich den Lebenslauf sehe. Egal. In diesem Sinn. Wir wollen noch unsere Aktionen, die wir bisher gemacht haben. Und noch machen. Das ist mir schon auch ein Anliegen und auch dem Kollegen. Was haben wir gemacht? Wir haben die Covid-Beschwerden gemacht. Vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu. Die Verordnungen. Wir haben Verordnungsprüfungen eingebracht gegen verschiedene Aspekte. Werden jetzt wahrscheinlich wieder starten, weitere Verordnungen Verordnungen zu bekämpfen. Wir haben jetzt natürlich das Gesetz vor Augen. Es gibt immer mehr Stellungnahmen. Wir werden auch eine Stellungnahme schreiben. Wir haben unseren Abgeordnetenbrief geschrieben, der sehr gut angekommen ist im Übrigen, weil es da über Weihnachten so ein Problem beim Zähler gegeben hat. Es war nie 400.000, sondern es hat ein Rechenproblem gegeben. Da ist was abgestürzt. Das wurde so recht gestellt. Das sind keine realen Live-Zahlen. Das sind Durchschnittswerte. Nein, das Problem ist, es muss immer mathematisch hochgerechnet werden, weil zu viele Leute, wenn die zur selben Zeit angreifen, wird das nicht gecheckt. Es ist jetzt bei den rund 320.000, 330.000 Briefen, stimmt. Und es wird jetzt einen neuen Abgeordnetenbrief geben.
an die Abgeordneten, damit die vor der Abstimmung noch wissen, worum es geht. Die Aktion zeigt den Gesicht. Bundesweit ist es bereits draußen. Wir werden auf der Homepage das noch vielleicht bitte, vielleicht könntest du das dem Florian sagen, dass der eine Idee hat, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Wir haben dieses Plakat gemeinsam gegen die Spaltung, ist seit 1.1. praktisch österreichweit, bis auf ein paar Bundesländer Ausnahme. Es ist keine Aufzeichnung, wir sind live, es ist heute noch nicht der 1.1., ich sag's nur. Aber in Tokio. In Tokio ist es der 1.1. Aber in Tokio. Auf der Ginza haben wir das Aufhängen, ja, ist richtig. Ja. Und bis auf Kärnten und Vorarlberg und Oberösterreich leider nicht, aber 1.000 Plakate. Stehen Sie auf, machen Sie ein Foto mit unserer Aktion, machen Sie ein Foto, ein Selfie, wo Sie vor dem Plakat stehen. Schicken Sie dieses Selfie an office@keine-impfpflicht.at. Aus all den eingesendeten Fotos werden wir ein Gesamtplakat erstellen und das kann dann jeder erhalten, wenn er möchte. Und wer 15 Fotos macht von verschiedenen Plakatwänden von unserem Plakat, und es wäre sehr hilfreich, dass man auch wirklich erkennt, dass es unterschiedliche Standorte sind, die ersten 10 jetzt, auch die nächsten 10, werden jeweils eine Flasche Champagner geschenkt bekommen. Und nur zur Information, das wird nicht bezahlt mit dem Geld, das die Leute uns zur Verfügung gestellt haben. Das ist tatsächlich private Kasse. Ja. Das machen wir selber. Und wir setzen es auch nicht von der Steuer ab. Sage ich auch gleich. Also wir werden es echt privat zahlen. Ja. Genau. Ja. Ja. Und wir kämpfen weiterhin und eventuell hat das alles einen Sinn, weil es gibt mittlerweile sehr interessante Gespräche, mittlerweile echt mit allen Parteien. Und wir schauen, dass das gut über die Bühne geht. Wir schauen es und wer weiß, vielleicht kommt, ich meine, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, vielleicht kommt das Impfpflichtgesetz ja doch nicht aus dem einen oder anderen Grund. Sollte es doch kommen, werden wir auch eine Hilfestellung bieten. Ja, sicher. Und wir werden also den Leuten helfen, wenn sie wirklich Bestrafungen bekommen, also Strafen bekommen, werden wir ihnen helfen mittels einem Survival-Paket, wo auf das Gesetz speziell hingearbeitet Einsprüche vorbereitet werden können, die sie dann ausfüllen können. Ja. Noch ein Anliegen noch. Geht's demonstrieren. Auch wenn sie noch nie auf einer Demonstration waren, geht's demonstrieren. Zeigt dieser Regierung, dass nicht alle Menschen Nazis sind, die auf der Straße sind, weil das ist nicht so. Und die Leute, die auf der Straße sind ganz normale Bürger, die um ihre Bürgerrechte und ihre Grundrechte besorgt sind. Lasst euch das nicht einreden, fürchtet euch nicht vor Demonstrationen, dort daran teilzunehmen, weil nur weil es medial so präsentiert wird und natürlich ausgeschlachtet wird, entspricht das nicht der Realität. Und in diesem Sinne, wenn es Demonstrationen gibt, wehren Sie sich dagegen. Nehmen Sie ein Pickerl. Wir haben ab nächster Woche wieder unsere Pickerl. Wir haben, wenn nicht alles, wenn nicht, ich habe sie die Homage jetzt nicht angesehen, aber also eigentlich sollte jetzt ich bereits, heute, also jetzt am Vormittag, sollte es eigentlich draufkommen sein. Okay. Wir haben unsere Pickerl zu Download. Da kriegen Sie einen A4-Zettel, da können Sie die Pickerl auf Folie draufkleben, also draufdrucken oder halt einfach rausschneiden, was auch immer. Da können Sie dann diese Pickeln selber verteilen, was auch immer, auch bei Demonstrationen. Ja. Ja. In diesem Sinn, eigentlich war das ein fürs Zyniker für ein die, geniales für Jahr. Für die in Vorarlberg, in Kärnten und Oberösterreich, was wir bei unserer Auslobung zeigt dem Gesicht auch gelten lassen, ist, wenn Sie ein Pickel ausdrucken von unserer Homepage, und das Fotografieren an einem Ort in Oberösterreich, Vorarlberg oder Kärnten, erkennbar an einem Ort, wo man das vielleicht nachvollziehen kann, dann lassen wir das genauso gelten mit Zeig dein Gesicht. Ja, das schon, aber Sie kriegen kein Champagner. Na, das nicht, weil dann macht einer 20.000 Fotos. Hier und hier und hier. Ja, gut. Nein, aber machen Sie das auch. Ja. In diesem Sinne, Kollege, ja, auf ein neues Jahr. Ja. Man sieht Neujahr, Tokio. Ja. Schönes neues Jahr und es ist. Schönes neues Jahr. Nicht, dank Ihrer Unterstützung, dank Ihrem Support, dank der vielen Geschenke und Karten, Briefe, die wir bekommen, die wir wirklich nicht beantworten können, weil es so viele sind. Und deshalb hier allgemein danke, 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 danke. Ohne Ihre Unterstützung würden wir das Ganze nicht mehr machen. Ja. Das ist ganz klar. Danke auch den Ärzten, das muss man auch sagen, dass die sich schon getraut haben, da ein bisschen aufzustehen und anzukämpfen
gegen bürokratische Strukturen. Das ist wichtig. Und auch da sind wir natürlich jederzeit bereit, entsprechende Unterstützung zu leisten, sofern es gewünscht ist. Danke. Wir dürfen uns erheben und uns verbeugen. Verbeugen? Ja, selbstverständlich, Herr Kollege. Sie müssen das benehmen. Sie sind wirklich hier, Herr Kollege. Hast du auch einen? Und jetzt, weil das letzte Mal mein Krawattenausziehen so gut angekommen ist. So, jetzt sind wir casual. Kannst du das auch oder nicht? Ich kann das auch. Wir können das auch, sehr gut. Aber aufstehen, ja. Das. Einen verbringst du einen wunderbaren Abend und nimmst die die Zeit aus Dubai. Genau, dubiosische Zeit. Dubiosische Zeit, das ist der weiße Dubio. Schönen Abend. In diesem Sinne, alles ciao, Gute, ciao. Guten Rutsch.